Hallihallo und falsches Bild. Verdammt. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge. Ist immer noch falsch. Verdammt! Hallihallo willkommen zurück zu ATS. So, jetzt. Let's do a little Aufnahme. Läuft die Aufnahme? Ja. Hat er gerade bei mir so oben so einen kleinen Anzeigefehler? Verstehe ich gar nicht. Mal nochmal probieren. Ganz oben links in der Ecke. Ist also, war da so ein komisches Feld, was da. Naja. Hauptsache Aufnahme funktioniert. Audio funktioniert hoffentlich auch. Test, test, test. Jo. Gut. Genau, wir sind immer noch bei der Mission und die wollen raussetzen. So, wir sind schon halb durch, sehe ich gerade. So von der Map her. Mal kurz was trinken hier. Ich bin auch schon auf der Fläche. Achso. Achso. Moment. Null Meilen, geil. So, Straße frei, sehr gut. So, ab auf die rechte Spur, 55.000 mal fahren, leider nur noch. Oh. Ist das gut? Oh, nee, ist nicht. So. Grün, wer grün, wer grün, wer grün, 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 grün. Das geht höher noch. Das ist grün. Go straight on. Fuck you. Explosives. Interessant. Und schon wieder rot. Aha. Gaussian, White White Irons. Oh, oh, wird wieder rot. Ich sollte mal mehr auf den Straßenverkehr achten, gell? Hey. Yeah, hier ist ja alles aktiv. Dann wird man wieder rot. Tschüss. Hat das einfach überholt? Was eine Schweinerei?
I'm better than you. You fucking. Na gut, der hat Holz geladen. Trotzdem. Warum beschleunigt der Typ so? Die Junge, die Ampel ist rot. Was ist los mit dem? Hat du Lack gesoffen oder was? So, da vorne müssen wir rechts runter. Okay. Bitte weg grün, bitte weg grün. Ah. Mein Gott, voll die rote Welle hier. Ist das deprimierend. Da wurde schon wieder rot, zum Glück interessiert uns das nicht. So, 65, sehr cool. Broadway Avenue. Broadway Avenue, ungefähr habe ich das schon mal gelesen. Broadway Avenue. Wie sagt man, ab dem dritten Mal ist es kein Zufall mehr? Stimmt, haben wir gerade erst angenommen, ja, die ganzen Kredite.
Ja, Selge wird gerade disappeared. LOL. Überholen lohnt sich nicht, davon müssen wir wahrscheinlich runter. Ja. Ein geiles Gebiet. Ach, da, nee. Also auf der Map ist der Fotosymbol aber schon hinter uns. LOL. So. Aha. Wie geil gewinnt er von uns. Ach, Hermenischen. Nice. Nein, falsche Straße. Ach, im Nischen. Warum habe ich auf die Spur gewechselt? Jetzt ist schon.
Ich meine, wir müssen da hinten irgendwo rechts abbiegen, aber ich hätte doch erstmal nach der Ampel abbiegen, also auf die andere Spur wechseln können. So, aber na gut. Jetzt sind wir hier und haben verkackt. 5 LKWs vor uns. Eieiei. Go straight on. Oh, schon wieder rot. Ah, leck mich doch. Ich sag's ja, die längsten 10 Meilen meines Lebens. Gelbfahrte war doch länger als ich dachte. Hätte ich jetzt auch noch rüber können. Ach, schon mal ähnlich. Ja. Siehst du? Die ist jetzt direkt innerhalb. Ja. Die war super schnell auf Rot. Das ist so inkonsistent. Manchmal bleiben die Ampeln ewig auf Orange und manchmal gehen die halt direkt auf Rot. Also nicht direkt, aber es war halt weniger als eine Sekunde oder so. Oder maximal eine Sekunde. Schweinerei. Oh, schon wieder grün. Holy moly. Wir haben immer noch 8 Meilen vor uns. Eieiei. Das waren gerade mal 2 Meilen. Na toll, das ist ein schönes Ziel. Null. Jetzt kannst du im Spiel wieder nicht schnell genug. Nicht schnell genug gehen, drum. So wohl. Dann, okay.
So, 100, yeah, LKW-Händler. Aha. Cool. So, Arbeitsagentur. Dann schauen wir mal, was wir da jetzt für Auswahl haben. Oh, Fernfahrer. Siehst du? Geil. Nochmal Fernfahrer. Auch geil. Leider haben wir nur ein LKW. Aber ganz ehrlich, die sieht mir zu. Nie. Nee. Na, lieber die. Die sieht tausendmal sympathischer aus. So. So nehme ich. Und ich weiß, ja, die hat schon einmal wertvolle, die kann viel mehr, leckt mich am Arsch, Alter. Der eine Punkt, so weit unten, das ist halt genau gar kein Unterschied auf lange Sicht. So, gar nichts. Alter, der sieht voll cursed aus. Zum einen sieht aus wie hier eine Zahnlücke, dann auch noch so einen richtig schwarzen Augen. Digga, der Typ sieht voll cursed aus. Alter, vor allem halt die schwarzen Augen, das ist halt, what the fuck. Das Bild sieht richtig cursed aus. Oh, der ist immer noch da mit den zwei Punkten hier. Ja. Tja, leider kann er wieder weggehen. Ist gerade kein Bedarf in unserer Firmengesellschaft. So, Fahrermanager. Ja, ich lasse die mal noch auf ausgeglichen. Weil die haben ja alle noch kein fragiles Fracht und wie gesagt, das sollte auf jeden Fall alle mindestens haben. Die hat er hier auch keinen Punkt. Ja. Okay, das heißt dann, müssen wir also anfangen. Wir brauchen noch 100.000. Ja, 400.000 brauchen wir noch. Also etwas mehr als 400.000. 100.000 für eine Garage und dann etwas mehr als 300.000 für nochmal zwei LKWs. Nice. So, nein, nicht fahren. Obwohl, wir können mal gucken, wo wir pennen gehen. Wo kann man hier pennen gehen? Halt, stopp. Wo kann man hier pennen gehen? Wow, nur. Digga, was ist das für ein Lied? Hier kann man pennen gehen zum Beispiel. Konnte man hier rauf? Nee, ne? Vor allem mit drei Achsen, Alter. Ja, da war was. Stimmt, ja. Der Sand hier ist ja, die Baustelle ist ja schon so verlassen, dass der Sand versteinert ist. Hab ich ganz vergessen. Das ist härter als jedes Obsidian und jedes Granit. Das ist einfach reiner Diamant. So, dann können wir auch gleich tanken gehen. Der ist mittlerweile auch halb runter. What the fuck ist denn hier passiert? Ich dachte, sowas gibt's nur bei Gleisen, wenn die zu lange in der Sonne lagen.
Aussichtspunkt. Wo denn? Vor uns? Nach uns? Den nehmen wir auch nochmal mit. Aber jetzt in der nächsten Folge. Hä? Hä, wo war der Aussichtspunkt? Da war doch gar keine Einfahrt. Jetzt hier ist einfach nur so eine Sandfläche. Lol. Gut. Dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, Aussichtspunkt abklappern. Bis dann.